Wie die Berliner Zeitung in einem Bericht von heute um 15.02 Uhr berichtet, Martin Sellner besetzt mit Aktivisten Nord Stream 2 Terminal. In dem Artikel heißt es dann, der rechtsextreme Aktivist fordert die sofortige Öffnung der Pipeline. Nach Angaben Sellners sollen sich bereits Aktivisten auf dem Gelände in Lubmin befinden. Der österreichische rechtsextreme Aktivist und Sprecher der Identitären Bewegung, Martin Sellner, hat offenbar zusammen mit anderen Personen das Terminal von Nord Stream 2 besetzt. Ein Video, das von einem Nutzer auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt Sellner offenbar vor dem Terminal in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Hinter ihm stehen mehrere Personen mit einem Plakat mit der Aufschrift Nord Stream 2 aufdrehen. Das Originalvideo hatte Sellner selbst in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Hinter mir ist das Gelände von Nord Stream 2 bei Lubmin. 9 Milliarden Euro Steuergeld sind in dieses Gelände geflossen und trotzdem fließt kein Gas. Die Regierung nimmt die Verarmung und das Frieren von Millionen Menschen in Kauf. Diese Regierung handelt gegen Interessen von Deutschland und Europa. Wir fordern daher die sofortige Öffnung von Nord Stream 2 und wir fordern ein Referendum, einen Volksentscheid über die Energie- und Sanktionspolitik der Bundesrepublik. Wir fordern nicht nur, wir handeln auch. Wenn Sie nicht Gas geben, dann geben wir Gas. Wir sind heute hier, um Nord Stream 2 aufzudrehen. In diesem Moment betreten Aktivisten von uns das Gelände, um endlich Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Wir sind die Aktion Solidarität. Wir stehen für Autarkie, Remigration und Souveränität. Und in der größten Krise unserer Zeit stehen wir auf der Seite des Volkes gegen diese Regierung. Unsere Interessen zuerst: Nord Stream 2 aufdrehen und die Grenzen dicht machen.